Hallo, ihr lieben Leseratten und herzlich willkommen zu diesem Themenvideo. Ich habe mich entschieden, hieraus ein Themenvideo zu machen, weil ich ein bisschen weiter ausholen möchte. Es handelt sich dabei um ein Video, das sich komplett mit den Büchern von Luna Darko beschäftigt. Ich habe alle vier Bücher hier, quasi, die sie bisher geschrieben hat. Und das war aber sowas, das habe ich privat gelesen. Auf jeden Fall möchte ich aber ein bisschen weiter ausholen und deswegen nenne ich das jetzt Themenvideo. Abgesehen davon soll es hauptsächlich um den letzten Band gehen, weil die anderen habe ich jetzt schon vor ungefähr einem Jahr gelesen, gleich nacheinander. Und es ist quasi schon ein bisschen länger her. Aber ich werde trotzdem ein bisschen drauf eingehen, auf die anderen Bücher. Das Hauptaugenmerk liegt aber eigentlich eher beim vierten Band. Es soll aber auch nicht so wie die anderen Buchvorstellungen sein, wie die anderen Rezensionen, sondern ich möchte ein bisschen einfach mal was erzählen. So. Außerdem muss ich jetzt unbedingt das Video machen. Bei mir auf Arbeit sind alle krank, alle erkältet. Und ich glaube, ich bin die Nächste. Das heißt, es kann sein, dass ich zwischendurch mal irgendwas trinke, weil mein Hals ist etwas rau, etwas trocken. Ich merke schon, da kommt was. Und ich hatte das Video eigentlich geplant für Silvester, so zwischen Dezember, nein, Entschuldigung, zwischen Weihnachten und Neujahr wollte ich das Video eigentlich machen, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt werde ich schon krank sein. Und da ich nicht weiß, wie lange, drehe ich das Ganze jetzt schon mal. Und ja, ich will einfach ein bisschen gemütlich quatschen mit euch eigentlich, aber natürlich sitze ich jetzt vor der Kamera, also könnt ihr nicht mitreden. Also, wie kam ich denn überhaupt zu diesen Büchern? Dazu gibt es erstmal eine kleine Geschichte. So, ich habe vorletztes Jahr zu Weihnachten von meinem Chef einen Einkaufsgutschein bekommen für das Paunsdorf Center in Leipzig, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, weil die Dinger, die heißen irgendwie, die heißen alle anders, aber es ist das gleiche drin. Ich weiß, es ist nicht das Allee Center gewesen. Also war es wahrscheinlich das Paunsdorf Center. Aber auch da alle Angaben ohne Gewähr. Auf jeden Fall hatte ich einen Einkaufsgutschein bekommen und war dann dort im Weltbildladen, glaube ich. Ach, irgend so ein Buchladen war es. Ich glaube, es war nicht Thalia, also war es wahrscheinlich Weltbildladen. Es war auf jeden Fall ein Buchladen, wo man auch DVDs kaufen konnte. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob man bei Thalia irgendwie DVDs kaufen kann. Ist ja völlig unwichtig. Auf jeden Fall war ich dort. Ich hatte nicht mehr viel Zeit und bin dann einfach so schnell durch die Regale gegangen und wollte unbedingt noch mindestens ein Buch mitnehmen. Ich hatte keine Ahnung, was ich mitnehmen soll, weil ich kenne mich ja bei den Bestsellern nicht so aus. Ne? Also die Bestseller, das sind ja meistens die, die ich nicht mitnehme. Deswegen bin ich da so durch den Laden gestreift und habe an nichts Böses gedacht. Ich war eigentlich bei Sachbüchern, weil ich mir dachte, okay, nimmst ein Sachbuch mit, da kannst du nicht viel falsch machen. Das lese ich dann halt privat, das war so mein Plan. Und dann bin ich aber an einem Regal vorbeigekommen. Ich denke, es war das Jugendbuchregal. Und ganz unten, das hatte scheinbar vor kurzem erst jemand in der Hand gehabt und dann weggelegt, aber er oder sie hat es nicht wieder ins Regal gestellt, sondern er oder sie hat es unten hingetan, so auf die Ablage. Und es lag quasi einfach dort. Deswegen ist es mir ins Auge gesprungen und es handelt sich um dieses Buch. Tagebuch von Pia. Und wer meinen Kanal schon länger verfolgt, weiß, dass ich Bücher im Tagebuchstil sehr mag. Ich habe dieses Buch einfach geschnappt, bin an die Kasse gegangen und habe es mitgenommen. Dabei wusste ich nicht, kostet übrigens 15 Euro, dabei wusste ich aber überhaupt nicht, um was es geht, was auf mich zukommt. Es war mir auch völlig egal. Ich fand das Buch vom Aussehen her so schön und ich habe nur so kurz durchgeblättert und habe gesehen, oh, handgeschrieben, mega geil, und habe es dann einfach mitgenommen. Auf dem Weg nach Hause, im Auto, habe ich mir das dann näher angeguckt, ich war Beifahrer. Und habe gemerkt, dass hier hinten drin steht, ich wollte es gleich anfangen zu lesen, einfach so, damit ich was zu tun habe. Habe dann erstmal, wie ich es immer mache, hier die Innenseiten aufgeklappt. Und dabei habe ich gemerkt, es ist der dritte Teil einer Buchreihe. So, das ist das Erste, was hier da steht. Und dann habe ich gleich aufgehört mit Lesen, weil ich mir dachte, toll, dritter Band, alles falsch gemacht. Das steht nicht hinten drauf, das ist das Problem. Jetzt habe ich mir gegen die Brille gehauen. Das hätte ich vielleicht gemerkt, aber es steht innen. Und innen gucke ich nicht rein. So. Und deswegen habe ich das dann mitgenommen, habe gemerkt, oh, dritter Teil, das lässt du mal liegen.
So war das. Und deswegen hatte ich dann plötzlich den dritten Teil hier da. Ja, und wie das dann so ist, wenn man den dritten Teil hat, kauft man sich logischerweise Band 1 und Band 2. Dass das ein bisschen anders aufgebaut ist, habe ich ja dann noch gar nicht gewusst. Es ist mir erst aufgefallen, als die beiden Bücher dann da waren. Der erste Band, Vergessene Kinder. Und der zweite Band, Shut Up My Head. Ich hoffe, das heißt auch so. Da habe ich schon gemerkt, okay, irgendwas ist hier merkwürdig. Es ist anders, als du denkst, weil es kam mir sehr... Also ich konnte die beiden Bücher jetzt nicht unbedingt in Zusammenhang bringen, weil sie einfach so unterschiedlich aussehen. Was mich übrigens auch völlig fertig gemacht hat als Booktuber, in Anführungszeichen, ist, dass die Bücher alle unterschiedlich groß sind. Wie soll ich die denn nebeneinander ins Bücherregal stellen, wenn die alle unterschiedlich groß sind? Das sieht doch doof aus. Interessiert aber kein Mensch eigentlich. Ne? Also mich persönlich stört es jetzt nicht so sehr. Guckt euch hinter mir um. Es ist alles durcheinander. Also von daher. Mein Problem ist, ich habe eigentlich nur ein Hardcover-Buchregal. Das ist ganz, ganz oben. Das seht ihr gar nicht. Wenn ich die anderen daneben stelle, sieht es aber blöd aus. Ich kann aber das Hardcover-Buch, also das größte von denen, welches ist eigentlich das größte von denen? Muss ich mal kurz nebeneinander halten. Ja doch, das neueste, das größte, quasi das hier. Das hier ist das größte hier, BFF, Welle, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das ist das größte und das kann ich jetzt nicht in mein kleineres Regal stellen. Quasi so in so ein Regal, weil es passt da nicht rein. Und das ist echt blöd, aber ist nicht so schlimm, weil es kommt drüben im Wohnzimmer in mein Bücherregal. Das ist höher, da ist das egal. So, versuche ich die alle nebeneinander zu stellen, da sieht das dann auch schick aus. Aber es macht einen echt fertig, wenn die alle unterschiedlich hoch sind, ja. Das ist ganz schlimm. So, okay, auf jeden Fall hatte ich deswegen dann alle drei Bücher da zum damaligen Zeitpunkt. Und habe sie auch gleich nacheinander gelesen. Ich wusste gar nicht, um was es geht. Und ich wusste auch gar nicht, wer Luna Darko ist. Das habe ich erst so im Laufe des Buchs mitgekriegt, dass ich da vielleicht mal recherchieren sollte, wer das eigentlich ist. Also ich hatte keine Ahnung. Ich habe das, glaube ich, hier irgendwas... Nee, das stand da nicht. Ich werde auf jeden Fall die Bücher alle nochmal lesen, dass das schon mal klar ist. Also irgendwie habe ich dann festgestellt, ist schon ein Jahr her, deswegen kann es sein, dass ich da vielleicht nicht mehr ganz up-to-date bin, wie ich das jetzt hier rausgefunden habe. Auf jeden Fall ist auch so... Na, dieses Ernie ist eigentlich nicht so wie ein Tagebuch, aber es ist... Also es ist sehr anders als alles, was ich bisher vorher gelesen hatte. Es ist schon in Romanform, aber es ist kein typischer Roman. Es ist ein bisschen sehr anders. Es ist unterlegt mit sehr vielen Zeichnungen, Fotos, durchgestrichenem Zeug, wie halt auch schon auf dem Cover hier schon zu sehen ist. Bin auch ganz durcheinander heute. Es war sehr anders und ich wusste auch nicht, um was es geht, wie gesagt. Es ließ sich auch nicht ableiten, so von dem Cover vom Tagebuch. Aber als ich das hier gesehen habe, da sind so Pillen drauf gemalt. Hier. Und da habe ich dann erst festgestellt, oh, es könnte vielleicht um Drogen gehen. Unter anderem. So, Drogen ist jetzt nicht unbedingt mein Thema. Es ist jetzt nicht so, dass ich Leute verurteile, die Drogen nehmen oder probieren oder irgendwas. Aber ich supporte es nicht. Und da die Geschichte Drogen doch einen sehr großen Teil des Buchs ausmacht, beziehungsweise der Bücher, hatte es mir nicht so gut gefallen, wie ich gehofft hatte. Das bezieht sich jetzt auf erstmal auf den ersten Teil. Ich wusste nicht, es war absolut nicht mein Leben so. Einfach, ist ja logisch, weil es ist ja auch nicht mein Leben. Aber es waren halt auch nicht so Themen, mit denen ich mich großartig beschäftigt habe. Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen probiert, außer Alkohol und Nikotin. Aber ich habe aufgehört mit Rauchen und ich trinke auch nicht großartig. Von daher, ich hatte noch nie in meinem Leben den Drang, irgendwelche Drogen auszuprobieren. Und in dem Buch ist es halt anders. Ne? Also es geht prinzipiell, es kann auch sein, dass ich spoiler. Also wenn irgendjemand die Bücher lesen möchte, weil ich will hier über alle vier was sagen, dann sollte er oder sie jetzt ausschalten, weil es wird definitiv Spoiler geben. Jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen, ich fange nochmal an. Ich weiß nicht mal, was ich gesagt habe, ist egal. Auf jeden Fall geht es in Vergessene Kinder um Pia
Und Pia hat vor kurzem ihren besten Freund Momo verloren, der sich scheinbar das Leben genommen hat. Sie versucht jetzt irgendwie klarzukommen, aber ihr entgleitet alles ein bisschen. Also ihr aktueller Freund, der macht dann auch mit ihr Schluss und es ist alles sehr durcheinander und sie versucht irgendwie Halt zu finden. Und dann habe ich jetzt vergessen, wie die beiden heißen. Das ist logisch. Ach, steht hinten drauf, Gott sei Dank. Nee, steht nur der eine Name, ist egal. Sie lernt auf jeden Fall dann Tom kennen und Tom ist anders als alle anderen. Und mit Tom und seinem Bruder zusammen entsteht da eine sehr intensive Freundschaft. Ja, und das ist so das, worum es in dem ersten Band geht. Und auch in dem zweiten Band dann noch mit. Ich weiß nicht, es steht am Anfang des Buchs drin, dass es nicht Luna Darkos Leben ist, was hier beschrieben wird. Man findet aber einige Parallelen, wenn man so ein bisschen ihre Geschichte dann kennt. Ich hatte dann ja, wie gesagt, ein bisschen recherchiert, wer sie eigentlich ist. Also ich kannte sie überhaupt nicht, aber scheinbar hat sie einen YouTube-Kanal damals schon gehabt, sehr, sehr viel eher. Schon mal irgendwie einen YouTube-Kanal, ich weiß aber nicht so richtig, ich habe das jetzt, ich habe nicht alle Videos gesehen. Sie hatte mal irgendwas davon, hat sie Beauty-Kanal gehabt oder irgend sowas. Ich weiß es nicht. Okay, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also sie hat damals irgendwelche Videos gemacht, die so ein bisschen Mainstream waren, denke ich. Und dann hat sich das plötzlich geändert. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich dann festgestellt hier drin, dass immer wieder ein Name aufgetaucht ist und den habe ich dann auch gegoogelt. Weil hier sind sehr viele Sachen mit drin, was so Musik angeht. Also sehr viele Künstler mit Songtiteln und ich kannte nichts davon. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann mal hingesetzt und habe das gegoogelt. Und das erste, was ich gegoogelt hatte, war Dead Adam. Und habe dann festgestellt, den Typ kennst du doch. Also nicht persönlich. Aber es ist scheinbar die Band gewesen, die Tuddle und Ardy gegründet hatten. Und das war so die Zeit, wo ich da gar nicht mehr aufgepasst hatte. Ich habe früher den Content von Tuddle geguckt, als er noch What the Fact gemacht hat. Ich glaube, können auch viele Leute werden genau dasselbe sagen. Und dann hatte er ja alle Videos von seinem Kanal runtergenommen. Ja, und dann waren die weg. So, und dann kam so ein bisschen Musikzeug und das war alles aber so Hip-Hop-Rap, ich weiß nicht so richtig. Auf jeden Fall ein Genre, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann, weil ich mag sowas einfach nicht. Ich bin ja eher so in die Rock-Richtung oder halt Musik, die älter ist als ich selbst. Und deswegen, also ich kann mit Hip-Hop und Rap und was weiß ich, also Dead Adam war irgendwie Cloud Rap habe ich da, ich weiß nicht so richtig, was überhaupt sein soll. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall überhaupt kein Genre, was ich höre. Und da habe ich aber festgestellt, das ist doch der Tuddle, den kennst du doch. Das Gesicht kommt dir doch total bekannt vor. So, und dann habe ich erst die Verbindung gezogen zwischen Luna, Tuddle und Ardi. Ardi kannte ich auch gar nicht, nur von den Videos von Tuddle. Ich habe keine Ahnung, ich habe bis heute nicht nachgeguckt, was er eigentlich für Videos macht, bin ich ganz ehrlich. Auf jeden Fall, dann habe ich plötzlich festgestellt, Tadel macht wieder Videos und es war alles völlig durcheinander in meinem Kopf. Also ich wusste gar nicht mehr, er hatte sich sehr verändert und dann bin ich auch auf Lunas Kanal gestoßen. Oder deswegen habe ich das dann alles erstmal so mitgekriegt, dass die drei irgendeine Verbindung miteinander hatten und haben. Jetzt eine sehr tiefe Verbindung. Auf jeden Fall kam mir das ein bisschen bekannt vor aus diesem Buch. Also ich habe dann immer, ehrlich gesagt, die drei vor mir gesehen, als ich das Buch dann weitergelesen habe. Aber na gut, da kann man jetzt, glaube ich, nichts gegen machen. Das war halt mein Kopf. Es steht aber, wie gesagt, drin, dass es nicht unbedingt ihr Leben ist, sondern dass es ausgedacht ist. Aber ich denke mal, dass sehr viel von Luna auch in Pia steckt. Aber ich weiß es natürlich nicht genau. So, auf jeden Fall hatte ich mich dann auch nicht so wirklich mit ihrem Kanal weiter beschäftigt, weil ihr Content mir nicht so sehr gefallen hat, das ist aber Geschmackssache, da kann man jetzt nichts gegen machen. Ich kann ja nichts dafür, wenn es mir nicht gefällt. Und ich glaube auch, wir würden uns nicht verstehen, wenn wir uns kennen würden. Also, unsere Welten liegen sehr weit auseinander. Ich hatte dann den ersten Band durchgelesen und wusste gar nicht, will ich überhaupt weiterlesen? Weil, wie gesagt, das war nicht so meine Richtung, aber ich habe es dann einfach durchgezogen. Ich habe dann, nee, das Buch heißt anders. Das Buch heißt,
Miko oder irgendwas. Jetzt sehe ich es auch gerade, stimmt. Ja, es das heißt gar nicht, shut up my head. Es tut mir leid, ich habe mich geirrt. Habe ich dieses Buch angefangen. Und ist auch Community Editions. Ist das alles eigentlich Community Editions? Das steht hier auch drauf. Aber die sehen alle anders aus. Es hat mich völlig durcheinander gebracht. Egal. Auf jeden Fall habe ich dann das zweite Buch angefangen. Und ich habe es auch an 2 Tagen durchgelesen. Es war auch wieder ganz anders als Vergessene Kinder, weil es dabei um ein Zwiegespräch geht zwischen Pia und ihrem. Was ist das eigentlich? Die Stimme in ihrem Kopf. Genau, die Stimme in ihrem Kopf steht da. Und die nennt sie dann Miko oder Miko. Ich glaube, Miko klingt besser. Ich würde sagen, Miko heißt, ich weiß es aber nicht genau. Ein Zwiegespräch zwischen Pia und der Stimme in ihrem Kopf, die ihr immer wieder sagt, naja, die ihr immer wieder alles schlecht machen will. Sie ist zu dem Zeitpunkt zusammen mit Tom und seinem Bruder, dessen Namen ich immer noch vergessen habe, in Tokio. Oder ich weiß nicht, ob es Tokio ist, es ist auf jeden Fall Japan. Und ja, es ist ein Gespräch, wo sie uns erzählt, was in letzter Zeit so passiert ist. Und die Stimme in ihrem Kopf sagt ihr immer wieder, es kann nicht andauern, du hast nie Glück im Leben, warum sollte es jetzt anders sein als früher? Und es ist ein sehr, sehr merkwürdiges Gefühl gewesen, beim Lesen. Es hatte mir, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gefallen. Ich hatte mir, es ist wirklich das Buch der Reihe, was mir am allerwenigsten gefallen hat. Und da saß ich wieder da, hinterher. Ich saß da und dachte mir, willst du Tagebuch von Pia überhaupt lesen? Weil ich meine, die beiden Bücher, das erste Buch war ganz okay, das zweite fand ich gar nicht gut. Und ich wusste nicht, will ich es lesen oder will ich es nicht lesen? Aber es ist ein Buch in Tagebuchform. Und ich mag Bücher in Tagebuchform. Ich wusste ja, dass es dann tatsächlich ein Buch in Tagebuchform ist, weil ich hatte ja schon mal durchgeblättert. Ich hatte sogar, glaube ich, die erste Seite schon gelesen oder so. Und da dachte ich mir, okay, fängst jetzt einfach an. So. Und dann ging es los mit Tagebuch von Pia. So. Und das Buch hatte mir besser gefallen. Ich konnte nicht alles lesen, es war ein bisschen schwierig, so ein bisschen zwischendurch rauszufinden, was einzelne Wörter heißen. Weil es, wie gesagt, handgeschrieben ist, aber das war ein Aspekt des Buchs, den ich sehr, sehr gut fand. Der hat mir sehr gut gefallen. Und da habe ich auch ein bisschen besser durchblicken können, was so Pia angeht. Also da habe ich mich ihr etwas näher gefühlt. Tagebuch von Pia hatte mir wesentlich besser gefallen als die beiden davor. Und es ist, erzählt so ein bisschen die Vorgeschichte. Es spielt von 2004 bis, ich weiß nicht wie lange. Ich weiß jetzt auch nicht, wo hier nochmal was steht. Man merkt ihre Veränderung. Aber ich finde jetzt hier kein Datum, das ist logisch. Nee. Also irgendwo geht hier dann noch ein Datum los. Ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall spielt es dann. Ah, 2009. Von 2004 bis 2009 merkt man dann so Pias Entwicklung in diesem Buch. Und das war sehr interessant. Es war auch genau, eigentlich genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also. Ich hab mir ja gedacht, okay, es wird mir vielleicht gefallen, weil es ist in Tagebuchform. Und es war dann auch tatsächlich so, dass ich mit dem Buch sehr viel mehr anfangen konnte. Abgesehen davon, ne, also 2004, das ist auch gerade meine Jugend. Das heißt, ich konnte mit vielen Sachen, die sie hier erlebt hat und Sachen, die sie gesehen hat, ich habe jetzt gerade durchgeblättert kurz und hatte gesehen, irgendwas von Independence Day hat sie im Fernsehen geschaut oder im Kino, ich weiß es gar nicht. Das ist so Sachen, das sind so Sachen, die habe ich halt als Jugendliche auch erlebt. Ja, also ich meine, ich konnte mich auf jeden Fall dadurch besser mit ihr identifizieren, weil es auch so meine Jugend war. Wir haben quasi so parallel ähnliches, naja, nicht ähnliches erlebt, aber ja, man kann da einfach, kann sich da einfach besser hineinversetzen, wenn das so eine Zeit ist, in der man selbst gelebt hat. In seiner Jugendzeit. So, ach, jetzt, egal, ich bin schon völlig durcheinander. Ich rede schon 19 Minuten, ich muss tierisch aufs Klo. Aber okay, so. Also, dann hatte ich Tagebuch von Pia gelesen und ich hatte keine Ahnung, was ich von der ganzen Reihe halten soll, weil jedes Buch war irgendwie anders
Und aber wie gesagt, das dritte hat mir ganz gut gefallen. Und dann habe ich festgestellt, oh, es gibt einen vierten Teil. Ich weiß aber gar nicht, wie ich das gemerkt habe. Es kann sein, dass mir das bei Amazon in den Empfehlungen angezeigt wurde. Ich bin mir nicht sicher, weil ich hatte ja dann Band 1 und Band 2 bei Amazon bestellt. Es kann sein, dass es daher dann irgendwie. Auf jeden Fall habe ich es dann gemerkt, so ein halbes Jahr nachdem das Buch rauskam, quasi. Da kam dann BFF, Welle, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und ich habe es mir geholt. Ich habe es mir mitbringen lassen. Ich habe es mir nicht selber geholt. Ich habe es mir mitbringen lassen aus dem Nova Eventis. Diesmal bin ich mir sehr sicher, dass es das war. Und ich wusste nichts über das Buch. Und es kam hier an. Und ich dachte mir, oh mein Gott, ist das fett. Das war mein erster Gedanke. Ich dachte mir, oh Gott, kannst du es nie im Leben durchlesen. Das ist viel zu dick. Hab dann aber durchgeblättert und habe gesehen, oh, das ist sehr viel Chattext. Und deswegen dachte ich mir, okay, egal. Wird schon irgendwie klappen. Es hat über 900 Seiten, was mich anfangs wirklich abgeschreckt hat. Aber als ich dann festgestellt habe, okay, da ist ziemlich viel Chat-Zeug drin, dann ist mir klar geworden, okay, es ist gar nicht so viel. Es stehen aber auch keine Seitenzahlen drin. Ich habe das bei Amazon nachgeguckt, wie viele Seiten das Ding eigentlich hat. Ja, also BFF erzählt die Vorgeschichte von Pia und Momo. Und das ist was, das gab es vorher noch nicht so in der Art. Also Tagebuch von Pia hat ja schon so eher gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wann ging eigentlich das hier los? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also hier steht dann, Moment. 2008. Es war schon später. Also okay, also auf jeden Fall. Ich habe mich auch nicht mehr, ich wollte es nochmal lesen, aber ich habe es jetzt nicht vorher geschafft, vor dem Video eigentlich alles nochmal zu lesen. Also es handelt sich auf jeden Fall um die ganze Vorgeschichte und es beleuchtet die Freundschaft zwischen Pia und Momo sehr stark. Also auf jeden Fall besser als die anderen Bücher, weil ja, also im ersten Teil los, Anfang, ist es ja so, dass Momo schon tot ist und Pia erzählt nicht viel von ihm. Sie macht nur so ein paar Andeutungen, wir erfahren nur Fragmente von ihm. Und in dem Buch wird es eben ein bisschen besser beleuchtet. Anfangs dachte ich, okay, Pia erzählt jetzt aber eher von anderen Leuten, die ich auch schon kannte aus dem ersten Teil. Also Lukas und Marie, glaube ich, die da zu dem Zeitpunkt ihren Alltag bestimmt haben. Und auch so ein paar andere Leute von der sogenannten Wiese, die mir auch schon vertraut war. Es war interessant, die Leute hier wiederzusehen, ehrlich gesagt, weil ich habe mich an sie erinnert, aus den anderen Büchern. Und es war ein bisschen so wie nach Hause kommen. Und ja, in dem Buch, also am Anfang, es gibt in dem Buch immer so einen Wechsel zwischen. Da ist mal eine Seite Text, wo Pia uns was aus ihrem Leben erzählt, was gerade so wichtig für sie ist. Und dann kommen zwischendurch wieder Chatgespräche mit Momo. Und da in diesen Sachen, die Pia selbst geschrieben hat, oder war das überhaupt aus Pias Sicht geschrieben? Jetzt muss ich nochmal kurz nachgucken. Nee, es ist nicht aus Pias Sicht geschrieben, aber es ist so ein allwissender Erzähler. Auf jeden Fall. Ich hatte so meine Zweifel, ob es mir wirklich gefallen würde, weil da Momo nicht viel drin vorkam, so in dem, was sie so zwischendurch erlebt. Also man hat die Chatgespräche, aber zwischendurch hat sie so kaum an ihn gedacht. Aber mit der Zeit wird es dann besser. Ich hatte zwischendurch sogar das Gefühl, dass es zu verschiedenen Zeiten spielen könnte, was dann aber nicht der Fall war. Es war einfach nur so, dass Lukas und Marie und die Freundschaft und die Liebe und bla bla bla, das alles wichtigeren Teil in ihrem Leben ausgemacht hat. Und Momo, das war halt einer, den kannte sie von früher und sie hat sich sehr gerne mit ihm unterhalten. Sie hat ihn auch sehr lieb, aber er ist in ihrem momentanen Leben nicht so enthalten gewesen. Und deswegen, ja, kam das anfangs auch so rüber, als ob er gar nicht da wäre. So, als ob er nicht so wirklich wichtig für Pia wäre. Aber mit der Zeit wurde das dann besser. Und ich habe dieses ganze Buch gelesen gehabt. Es ist übrigens schon ein, zwei Wochen her. Und es war auch wieder ein Rückwurf in meine Jugendzeit. Sie haben sich über ICQ unterhalten und ich erinnere mich an so viele Gespräche über ICQ. Und es gab ein paar Leute, die haben irgendwie dran rumgemäkelt, dass es sinnlose Gespräche wären. Ich hatte mir bei Amazon so Rezensionen angeguckt, aber nur einmal. Es sind sinnlose Gespräche, die überhaupt nichts mit der Handlung zu tun haben, bla bla bla.
Ach, das mag ja sein, aber ich meine, ich erinnere mich an Gespräche, die ich im ICQ hatte. Und die waren auch nicht gehaltvoller. Also es ist eigentlich, es ist sehr realistisch. Wenn es nicht echt sein sollte, dann ist es wahnsinnig, wahnsinnig realistisch. Es war tatsächlich früher so. Man hat halt so gelabert. Mein Gott, was redet ihr denn heutzutage im WhatsApp? Da bestimmt dieselben Sachen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es anders ist. Und ja, dann hatte ich das Buch gut durchgelesen. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich war völlig fertig. Ich wusste zwar, was passiert am Ende des Buchs, dass Momo dann das Zeitliche gesegnet haben wird. Und trotzdem habe ich geheult wie ein Schlosshund. Ich war tief traurig, 3 Tage lang. Und es hat mich völlig fertig gemacht. Deswegen habe ich mich auch entschlossen, dieses Video zu machen. Es ist so ein gutes Buch. Es ist Wahnsinn. Aber ich weiß nicht, ob das Buch genau diesen Einfluss hat, wenn man es zuerst liest. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass dieses Buch an der 4. Stelle steht, dass man die Leute wiedererkennt und ja, sich dann wie zu Hause fühlt. Und plötzlich ist Momo da. Man wusste vorher so gut wie gar nichts von ihm und plötzlich ist er da. Und Luna Doggo lässt ihn zu Wort kommen. Und das ist einfach nur schön. So. Ich würde so gerne noch mehr sagen. Aber ich muss wirklich ganz, ganz dringend pullern. Ich kann jetzt nicht weiterreden. Es tut mir leid. Aber ich habe auch, glaube ich, alles erzählt, was ich sagen wollte. Ich kann jetzt aber nicht mehr denken. Meine Blase platzt jeden Moment. Was ich noch sagen wollte, ich kann noch nicht aufs Klo gehen, ich muss es sagen. Ich habe nach dem Buch nochmal in Luna Darkos Videos reingeguckt. Das erste Video, was ich gesehen habe, war ein 1-Stunden-Video, was sie so für Adi und Tadel gemacht hat. Es war ein wunderschönes Video. Und da wird so angedeutet, wurde so angedeutet, dass sie schwanger sein könnte. Mittlerweile hat sie es bekannt gegeben und ich habe jedes ihrer neuen Videos gesehen. Ich freue mich jedes Mal, wenn sie eins hochlädt. Ich habe sie abonniert und ich freue mich jedes Mal, wenn ich so ein Video sehe. Ich bin die ganze Zeit am Dauergrinsen. Wie gesagt, ich konnte vorher mit ihrem Content überhaupt nichts anfangen. Jetzt gucke ich mir aber jedes Video an. Ich finde es einfach nur wunderschön. Ich hoffe, dass sie auf diesem Weg bleibt und sehr glücklich wird. Ich hoffe, dass mit dem Kind alles in Ordnung ist. Und ja, dass einfach alle glücklich sind, das wünsche ich mir. Es ist wunderschön, diese Videos zu verfolgen. Ich bin sehr, sehr glücklich damit. Und jetzt gehe ich aber wirklich. Es tut mir leid, aber wir sehen uns hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Buchvorstellung. Ich muss ganz schnell aufs Klo. Bis dann.